die Union. Ich sehe aber diese Migration auch als unproblematisch an, denn ich beobachte, wenn jemand kommt und keine Arbeit mehr findet, dann geht er auch wieder. Und manchmal, hätte man ja versucht, auch hier eine Barriere einzuführen, also was den Entwurf, also den Vorschlag von Cameron ablehnt, vor dem Brexit. Also da hätte die EU ja zugestimmt, solche Schranken einzuführen und die Zuwanderung nach Großbritannien einzuschränken, weil die ja sehr ausgeprägt ist, gerade im akademischen Bereich. Also da ist Großbritannien ja das beliebteste Zuwanderungsland überhaupt, also weil es einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt bietet. Und da wäre die EU bereit gewesen, in diesem Kompromiss vor dem Brexit solche Zugeständnisse zu gewähren. Also sieht man, es ist eigentlich nicht in Stein gemeißelt. Ist nicht in Stein gemeißelt, aber lassen wir es doch in Stein gemeißelt sein, denn ich halte es für einen wirklichen Vorteil, dass wir hier innerhalb der Europäischen Union auch so etwas wie einen gemeinsamen Wanderungsraum haben. Obwohl, ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt die Vorbehalte in den einzelnen Mitgliedstaaten. Also ja. Die werden immer größer. Also ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, den man auf der empirischen Ebene berücksichtigen muss. Also wie die EU damit umgehen will, auf die Dauer. Das hat natürlich etwas zu tun mit der, glaube ich, vorverletzten Folie. Migration führt zum Ausgleich unterschiedlicher Faktorausstattungen in den Regionen und führt auch zu einer Angleichung von Löhnen und Gehältern. Niedriglohnregionen haben eine positive Entwicklung, wenn Migration stattfindet, und Hochlohnregionen haben eine gebremste Lohnentwicklung, um das realistisch zu sagen. Da haben manche natürlich etwas dagegen, insbesondere auch Gewerkschaften. Ja? Aber dennoch, wir haben sie noch, die in Stein gemeißelte Mobilität innerhalb der Europäischen Union und auch Ansätze, die sozusagen irgendwie durch bestimmte Dinge zu steuern, wie heben wir doch Studiengebühren ein, nur von EU-Bürgern minus den Österreichern, die ja auch EU-Bürger sind, sind bisher europarechtlich auch nicht akzeptiert worden. Ja, man ist es auch nicht besonders geschickt angegangen. Also, man ist es auch nicht besonders geschickt angegangen. Okay. Also, Möglichkeiten, also ich glaube, die Situation, die sich jetzt in Österreich zeigt, ist schon einzigartig. Also, dass man hier eine Ausbildungsfunktion übernimmt für ein sehr großes Nachbarland ohne unmittelbare Gegenleistung. Also, war auch die Verteilung von dem EuGH extrem schwach. Mhm. Also, da hat man so viele Fehler gemacht. Aber das ist halt oft so auch mit der Außenvertretung, dass Dinge schief gehen. Also, da hat man sich zum Beispiel, wenn man es damit gerechtfertigt, dass man die Homogenität des österreichischen, das passt eh und her, die Homogenität des österreichischen Bildungsmarktes sicherstellen möchte, hat der Generalanwalt Jacobs gemeint, er versteht das nicht, was die Österreicher meinen. Also, außer dass sie die Deutschen diskriminieren. Ja. Auf der anderen Seite, man müsste wahrscheinlich das ganze Stipendienwesen anders gestalten. Also, wenn man zum Beispiel Studiengebühren einführen würde und gleichzeitig ein sehr breites Stipendiensystem schaffen würde, das allerdings dann auch gelten müsste, wenn Österreicher im EU-Ausland studieren, dann glaube ich schon, dass man ein Modell schaffen könnte, das vor dem EuGH Bestand haben könnte. Mhm. Hat auch Überlegungen gegeben, allgemeine Studiengebühren einzuführen, aber die dann über die Lohnsteuer, bei denen ja, die hier genau, sozialversicherungspflichtig sind, wieder zurückzuholen. Ja. Da kann man schon überlegen, aber wir haben, ich sage einmal, derzeit 60% EU-Binnenmobilität, wichtigster und schwierig zu steuern, wie auch immer. Es ist nicht einfach zu steuern. Wir haben rund 10% des jährlichen normalen Inflows, bis auf die Jahre 15, 16 war das anders, sind Asylwerber. Da haben wir eben über die Genfer Flüchtlingskonvention gesprochen und dass sie hier auch eine relativ enge Definition hat, wer ein Flüchtling ist. Es ist eben die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung aus taxativ aufgezählten Gründen und da steht nichts drinnen von Armut oder von sozialer Bedürftigkeit. Auch ist es so, dass wir hier wenig als Nationalstaat steuern können, denn
Flüchtlinge hat eben eine menschenrechtliche Absicherung im Hintergrund. Und ich finde es auch immer problematisch, wenn der Nationalstaat versucht, die Asylzuwanderung zu steuern, indem man eben sagt, manche Asylwerber sind uns lieber als andere. Sie haben doch sicherlich mitverfolgt, dass es eine durchaus interessante Diskussion und lebendige Diskussion gibt, sollten wir nicht Asylwerber, die Lehrlinge sind, nicht mehr abschieben. Das ist eine zweischneidige Angelegenheit. Die Logik würde sagen, ja, lass uns doch hier sein und dann vielleicht nachher auch noch weiter beschäftigen. Wir brauchen eh Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite muss man aber auch wieder sagen, wenn jetzt das Bleiben von Asylwerbern während des Verfahrens, aber auch nachher davon abhängig gemacht wird, ob jemand erwerbstätig ist, dann haben wir die Verquickung von Arbeitsmigration und Asylzuwanderung. Und der eine Politiker in Oberösterreich hat auch gesagt, ja, aber wir wollen eh nur die Lehrlinge, der Rudi Anschober, wir wollen nur die Lehrlinge, die in einer Mangelberufs, die in Mangelberufen ausgebildet werden. Dann finde ich es noch problematischer, dass plötzlich Asyl mit einer utilitaristischen Perspektive zusammengebracht wird. Dann müsste eigentlich dem Juristen die Gänsehaut, was auch immer. Weil das ist eine Verquickung von ganz unterschiedlichen Ideen und Normen, die dann stattfindet. Also ich glaube, da wäre man gut beraten, Arbeitsmigration und Asylzuwanderung zu trennen und nicht wieder zu verquicken, weil damit entwertet man letztlich auch die besondere privilegierte Position eines Asylwerbers, der dann vielleicht asylberechtigt ist und eben einem Inländer auch sofort gleichgestellt ist. Ich habe nur geschaut, ob ich einen Widerspruch ernte, aber noch nicht. Familiennachzug aus Drittstaaten, das ist so 10% des jährlichen Inflows, rechtlich auch gut abgesichert über die Europäische Menschenrechtskonvention, Paragraph 8, Recht auf Familienleben. Ja, das kann man national ein bisschen regeln und kann sagen, ihr benötigt bestimmte Wohnungsgrößen, bestimmte Existenzgrundlagen, oder ich verlange Deutsch vor Zuzug, um dann vielleicht den Integrationsprozess der nachziehenden Ehefrau oder des nachziehenden Ehemannes zu erleichtern. Das kann man machen, damit erschwert man in gewissem Sinne den Familiennachzug, aber der Familiennachzug selber ist nicht wirklich auf Null zu bringen. Man kann auch etwas an der Familiendefinition machen. Die Familienzusammenführungsrichtlinie gibt ja eine gewisse Bandbreite vor bei der Definition, was ist ein Kind. Wir haben es ausgeschöpft, wir haben gesagt, ein Kind endet dann mit 18 Jahren, dann ist man kein Kind mehr. Wir haben auf der anderen Seite den Ehepartner als Ehepartner definiert, erst dann, wenn er echt als 21 ist, um früher Eheschließungen nicht noch durch Familiennachzug gleichsam zu belohnen. Also man kann die engere oder weitere Familiendefinition anwenden, aber es ändert nichts daran, dass Familienmigration einen wichtigen Stellenwert einnimmt und nicht so unmittelbar steuerbar ist wie andere. In dem Zusammenhang fällt mir ein, es gibt ja eine Diskussion, die manchmal angestoßen wird von einigen NGOs, die sagen, wir brauchen einen viel breiteren Familienbegriff. Also nicht nur Ehepartner, nicht nur Kinder, nicht nur Verwandte in aufsteigender Linie, sprich Großeltern oder Eltern, sondern auch die Schwestern und Brüder einer Ankerperson. Herr Hilbert, da kann ich nicht mehr mit, das ist, weil dann kann man gleich Migrationssteuerung aufgeben, wenn man hier so einen extrem breiten Familienbegriff definiert. Bitte, ja? Ja, die Schwestern und Brüder ist das geringere Problem, aber ich finde die Verehelichung ein Problem als Voraussetzung für den Nachzug. Ja, das sagt einfach echt überhaupt nichts aus. Ja, ich will nur sagen, dass die Schwestern und Brüder natürlich auch verehelicht sind und letztlich dann auch wieder einen Anspruch haben auf ein Familienleben und ihre Ehepartner mitnehmen können. Also das Ganze wird schon dann nicht mehr 10% des Inflows, sondern deutlich mehr.
Ehepartner müssen die wirklich verehelicht sein oder genügt nicht auch Kohabilitation? Ja, das müssen schon vor der Geburt ja. Verehelicht sein. Und zwar wirklich verehelicht. Ja. Es genügt nicht nur zusammenleben. Ja, und es muss auch die Ehe anerkannt werden. Das okay. heißt, also es sind relativ hohe Schranken auch in dem Gesetz, wann eine Ehe als anerkannt gilt. Genau, da kann der Nationalstaat sicherlich toleranter sein oder so restriktiver sein. Ja, das ist eine hochinteressante Thematik, weil der nächste Punkt ist, wie hoch der Verhaltensunterschied zwischen den Ehegatten sein. Also auch da kann man steuern, weil sonst besteht die Gefahr, dass der Schein geschlossen wird. Mhm. Ja, das ist auch das Problem mit der muslimischen Ehe, die nicht so wie bei uns, die werden von einem Gläubigen einfach getraut, oder gibt es jetzt kein Eheregister in vielen Ländern, und dann ist es eben sehr schwierig nachzuweisen, dass die wirklich verheiratet waren. Mhm. Und da geht der Österreicher auch, hat auch eine sehr hohe Schranke eingeführt, was er zulässt an Beweismitteln, dass er wirklich verheiratet ist. Und wie ist es da mit der Polygamie? Also das ist aber geregelt. Das ist geregelt, auch in der Familie, im Zusammenführungsrichtlinie. Ja, aber an für sich wird das auch diskutiert, dass es an für sich Menschenwert problematisch sein. Das ist einfach Menschenrechte problematisch, weil wir praktisch diesen Familien, diesen Kulturen, unseren Familienbegriff aufzwingen. Genau. Wenn man sich entschließen muss, auch eine Ehefrau, weil einen Ehemann, glaube ich, das gibt es jetzt nicht. Ja, also wir haben mal eine Frage gehabt, wo die waren zwar schon älter, also die waren auch schon Mitte, also die Ehefrau war Mitte 40, aber die ist verheiratet worden mit 15. Und da hieß es dann auch, obwohl die quasi 30 Jahre verheiratet waren, nein, siebenwidrige Eheschließung bei uns, wir erkennen es nicht an. Mhm. Und damit hieß es dann, nein, Familienzusammenführung nicht möglich, weil nach unserem Recht nicht verheiratet. Mhm. Interessantes Thema, Familienmigration. Sozusagen zwischen einer gewissen grundsätzlichen rechtlichen Privilegierung ausgestattet auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Möglichkeiten des Nationalstaates hier steuernd einzugreifen. Aber die Steuerung ist dennoch nicht so groß, wie vielleicht bei dieser Form des Flows, bei den Arbeitskräften aus Drittstaaten. Dort 10% in etwa des Flows. Dort kann man Österreich, hier macht das auch über die Rot-Weiß-Rot-Karte, eben steuernd eingreifen. Österreich hat hier um die Rot-Weiß-Rot-Karte vielleicht eine Minute noch dafür zu verwenden. Die ist eigentlich sehr, sehr gut. Die ist viel, viel besser, als es ihr Ruf ist. Weil sie hat einige Elemente drinnen, die für das österreichische Zuwanderungssystem vollkommen neu sind. Es ist weniger die Zuwanderung von qualifizierten und nachgefragten Arbeitskräften, die schon einen Arbeitsvertrag haben. Das ist klassisch. Der zweite Punkt ist nicht klassisch. Hochqualifizierte können nach Österreich einreisen ohne Arbeitsvertrag. Also ist bei dieser arbeitgeberbasierten Steuerung akzeptiert man auch, dass jemand kommt, aufhältig ist und sich erst einen Arbeitsplatz sucht. Hat es bisher noch nicht gegeben in dieser Form. Studienabsolventen dürfen nach Ende eine Zeit lang bleiben. Da war die Frist erst relativ kurz, die ist jetzt verlängert worden. Aber in dem Bereich Arbeitskräfte aus Drittstaaten hat Österreich so etwas wie eine autonome und nationale Steuerungsmöglichkeit. Und schließlich bei all den Flows muss man berücksichtigen, es gibt eben die rückkehrenden Österreicher. 10% dieses Flows, da steckt noch ein bisschen Studierende aus Drittstaaten auch dabei. Von den rückkehrenden Österreichern wird nichts verlangt. Eine Steuerung dieses Flows ist weder möglich noch erwünscht. Es wäre irgendwie politisch skurril, würden wir hier ein Quotensystem aufsetzen, um nur eine bestimmte Anzahl von Österreichern die Rückkehr zu ermöglichen. Also Sie sehen summa summarum, die eigentlichen Möglichkeiten nationaler Migrationssteuerung sind begrenzt. Das meiste passiert, weil wir Teil eines europäischen Systems sind oder weil wir auch völkerrechtlich verbindliche Verträge haben. Ich bin damit bei meinem Schlusswort. Mein Schlusswort wäre ein gewisser Appell, sozusagen ein Appell auch an die über Parteigrenzen hinweg. Ich habe eins
sollte Österreich zur Kenntnis nehmen, nämlich sowas wie eine grundsätzliche Akzeptanz, dass Zuwanderung, und jetzt argumentiere ich utilitaristisch, entschuldigen Sie, aber ich tue das, dass Zuwanderung in einer alternden, schrumpfenden Gesellschaft, die gleichzeitig ökonomisch wachsen möchte, notwendig ist. Es wird notwendig sein, insbesondere dann, wenn die Babyboomer der 1960er Jahre in Pension gehen, dann wird die Frage, woher kommen die Fachkräfte und woher kommen die Arbeitskräfte, eine wirklich virulente Frage sein. Eine Geburtskohorte der Babyboom-Generation hat etwa 120.000, 130.000 Menschen umfasst. Eine normale Geburtskohorte Jahre nachher 80.000. Wenn die 130.000 in Pension gehen, wenn sie durch eine Kohorte von 80.000 ersetzt, die Differenz ist wirklich groß, ist wirklich signifikant. Und das wird sich nicht ändern bei einer Fertilität von 1,5. Heißt das, dass Sie und ich, wenn wir ein Ehepaar wären, durch 1,5 Kinder ersetzt werden. Wir sind zu zweit und 1,5 kommt nachher. Die Reproduktion einer Generation durch die nächste ist so nicht gegeben. Da entsteht ganz automatisch ein Bedarf nach Zuwanderung. Ich weiß auch, und das habe ich mit einem Kollegen berechnet, wir können diesen Alterungsprozess durch Zuwanderung ein klein wenig stoppen, aber nicht aufhalten, weil dazu sind eben die Unterschiede der einzelnen Geburtskohorten viel zu groß. Würde man beispielsweise, das war ein interessantes Experiment von uns, die sogenannte Support Ratio konstant halten, also das Verhältnis der 15- zu 64-Jährigen, das sind die, die meistens arbeiten, zu den über 64, also den 65-Jährigen plusjährigen. Das sind die, die meistens von den Erträgen unserer Arbeit auch profitieren. Möchte man dieses Verhältnis konstant halten, dann würde man Größenordnung Zuwanderungen brauchen von 100.000, 150.000 Menschen pro Jahr. Und ich habe Ihnen gesagt, die normale Zuwanderung liegt bei 30.000. Also Probleme einer alternden Gesellschaft müssen sozialpolitisch gelöst werden. Zuwanderung ist aber eine Komponente davon. Drittens, hoffentlich beherzigen das alle, ist auch sicherlich sinnvoll, Zuwanderung, die passt, erleichtert jede Integration. Und so wie es die klassischen Einwanderungsländer machen, macht es auch schon Sinn, auf Qualifizierung und Passung zu achten. Ich würde viertens auch sagen, man sollte nicht in den Fehler verfallen, nicht über Integrationspolitik nachzudenken. Gastarbeiterwanderung war ausgerichtet auf die Arbeitsmigration, auf Wiedersehen. Man hat nie an integrationspolitische Maßnahmen gedacht. Das war falsch. Wenn man Ja zur Migration sagt, dann muss man auch Ja zur Integration sagen. Dann muss man Integrationsmaßnahmen anbieten, aber man sollte Integrationsmaßnahmen meiner Ansicht nach auch einfordern. Und vielleicht mein letztes, auch das ist, glaube ich, zu berücksichtigen. Migrationspolitik kann man nur dann erreichen, wenn man mit der Bevölkerung arbeitet. Man braucht die Akzeptanz der Bevölkerung. Gegen die Bevölkerung ist hier nichts zu tun. Daher, glaube ich, ist auch das Ernstnehmen von Sorgen und Ängsten der Bevölkerung notwendig. Sie wissen, ich war ein bisschen in der Politik drinnen, da habe ich halt schon bemerkt, dass es manchmal auch eine Negation dieser Ängste der Menschen gibt. Dass man sagt, ach, die verstehen das nicht oder so. Es hilft nichts. Wir müssen es verstehen, dass es hier manchmal Sorgen gibt, auch ein Unverständnis, wieso plötzlich der öffentliche Raum sich so verändert. Das muss man erklären, begreiflich machen. Man kann keine Migrationspolitik gegen die Bevölkerung, man muss es immer mitmachen. Und man muss auch schauen, dass es so etwas gibt wie einen Konsens, glaube ich, einen Konsens, wie man Zuwanderung, wie man Integration organisiert. Und einen Konsens, der den Weg weist, sowohl für die Zugewanderten, die auch einen Schritt in die Mehrheitsgesellschaft machen müssen, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, man zieht sich zurück und bleibt in seiner schönen, heilen, migrantischen Welt, aber auch von der Mehrheitsgesellschaft, die klarerweise Platz machen muss, damit Zugewanderte auch Platz in der Gesellschaft finden. Also, das ist meine 5 Appelle zum Schluss an jene Parteien, die wahrscheinlich nicht hier am Tisch sitzen, aber die, glaube ich, notwendig sind, damit auch das nicht passiert, was hier sozusagen rechts außen dargestellt ist. Parallelgesellschaft, nein, Integration.